полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, любили. Mit 30 Jahren kommandierte der General Michael Woronzow eine Grenadierdivision während der Schlacht von Borodino. Danach kamen Leipzig und Krakau. Woronzow zeichnete sich durch Mut, Tapferkeit und Liberalität seine Ansichten aus. Er war ein überzeugter Gegner der Körperstrafe in der Armee. Als Höhe seiner militärischen Karriere wird die Schlacht bei Kaone betrachtet. Diese Gedenktafel ist dieser Schlacht gewidmet. Ende Februar 1814 rückte die Selin-Armee, die die Hauptkräfte von den Franzosen mit Napoleon an der Spitze verfolgte, zum Ufer des Flusses Lesne bei der Siedlung Kaone heran. Der Wegweiser nach Kaone, 5 Kilometer davon entfernt. Hier am 23. Februar 1814 konzentrierten sich die Truppen, deren Stärke etwa 90.000 Personen betrug. Die Armee von Napoleon setzte sich aus 50.000 Menschen zusammen. Die antifranzösische Koalition zählte 40.000 Personen. Ein zusammengesetzter Trupp der russischen Streitkräfte, auf den die Armee von Napoleon mit aller Wucht zustieß, musste dem Feind Einhalt gebieten. Das Plateau, das von vielen natürlichen engen Tälern und Schluchten durchgeschnitten wurde und mit einer Menge von Wäldchen bedeckt war, ermöglichte die Entfaltung der gegnerischen Truppen nicht. Dank der Tapferkeit und gekonnten Handlungen von Woronzow gingen Napoleons Pläne nicht in Erfüllung. Auf den militärischen Karten der damaligen Zeit wurde ein Kreuz zum Andenken der gefallenen Soldaten gekennzeichnet. Die Ergebnisse der Schlacht, 8.000 Franzosen und 5.000 Russen sind gefallen. Michael Woronzow wurde für die Teilnahme an dieser Schlacht mit dem Sankt-Georg-Orden ausgezeichnet. Michael Woronzow beendete diesen Krieg als Korpsführer der russischen Besatzungstruppen in Frankreich, wo er sich bis zum Jahr 1819 aufhielt. Vier Jahre lang aßen und tranken russische Offiziere in den französischen Restaurants. Wir sind in Montmartre im Café des Mütterchens Catherine. Auf einem Schild steht eine Aufschrift geschrieben. Hier am 30. März 1814 erklang das berühmte Wort Bistro zum ersten Mal. Bistro, Bistro, bestellten russische Kosaken. Bistro wurden französische Cafés genannt. Die Russen bestellten schnell, aber glichen ihre Rechnungen langsam. Die Gesamtschulden der Russen beliefen sich bei beim Truppenabzug aus Frankreich auf 1,5 Millionen Rubel. Woronzow beglich diese Schulden aus den eigenen Finanzmitteln, was das Vermögen eines der reichsten Menschen Russlands bedeutend verringerte. Und historische Auskunft.
Frankreich und Paris spielten eine außerordentlich wichtige Rolle, nicht nur in der militärischen Laufbahn des Grafen Worenzow. Paris ist eine Stadt der Dichtung und der Liebe. Gerade dort im Jahr 1819 begegnete Michael Worenzow der Schönheit Jelisaweta Bronnitskaya. Bald danach heiratete er sie. Die glühende Liebe zu seiner Frau brachte Worenzow durch sein ganzes Leben. Kapitel 31, in dem der Stadthauptmann Worenzow den Dichter Puschkin korrigierte. Im Jahr 1823 wurde der glänzende Diplomat, Held des Vaterländischen Krieges, Oberbefehlshaber der russischen Truppen in Frankreich, Michael Semjonowitsch Worenzow, zum Generalgouverneur der Region Novorossija ernannt. In Sankt Petersburg beschloss man endlich, Odessa zu russifizieren. Dem Beispiel seiner Vorhänger folgend gab sich Worenzow große Mühe, um die Stadt gut einzurichten. Er bestimmte drei Schwerpunkte: Bau, Anpflanzung von Grünanlagen und Pflastern der Straßen. Viele Gäste der Stadt waren über die Diskrepanz zwischen dem klaren Himmel, dem blauen Meer, den schönen Gebäuden einerseits und dem aufgerissenen Pflasterer andererseits erstaunt. Wo erzähle ich unzusammenhängend? Im staubigen Odessa, sagte ich. Ich könnte sagen, im schmutzigen Odessa, und das wäre keine Lüge. Jedes Jahr ist Odessa nach dem Willen des ungestümen Zeus überschwemmt, eingedämmt und in einen dickflüssigen Schmutz versunken. Der Schmutz auf der Straße war wirklich eine große Not, sogar in der Stadtmitte. Wenn eine Kutsche im Schmutz stecken blieb, konnte sie nur von den Ochsen herausgezogen werden. Senkend seine Hörner wechselt der Ochs ein schwaches Pferd in der Droschke. In Odessa wurden spezielle hohe Holzpantoffeln verkauft, die als Stelzen bezeichnet wurden und zum Gehen über den Schmutz dienten. Sie halfen aber nicht. Deswegen erschienen die Träger in der Stadt, die auf ihre Kunden an den Straßenecken warteten und sie auf den Armen trugen. Und historische Auskunft. Die komfortable Einrichtung von Odessa wurde durch das Fehlen des Steines verunmöglicht, der zum Pflastern passen konnte. Der hiesige Muschelkalk erwies sich als unpassend. Er prügelte leicht ab und verwaltete sich in den Staub. Man fasste einen Beschluss, den Granit und die Vulkanlava fürs Pflastern einzusetzen. Wir sind an der Fußsohle des Vesuvs. Odessa wurde anfangs eben mit den Steinen der Lava aus dem Vesuv gepflastert. Man glaubte, dass sie aus Neapel nur gezwungenerweise gebracht wurde, als Ballast für unbeladene Schiffe. Aber warum wurde sie nur aus Neapel neben dem Vesuv geliefert? Es ist völlig klar, die Volant sorgte auf Anraten von Vitruvium dafür, dass eben dieser Stein als eine Totenlast gebraucht wurde. Dieser Ratschlag gefiel auch José de Ribas. Beim Bauen und Pflastern von Odessa wurde der Stein aus seiner Heimat Neapel gebraucht.
Die gelieferte Lava reichte kaum für die Einrichtung, die Abhänge zu mir und das Pflaster.